Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Civilization 5. Ja, wir haben in der letzten Folge haben wir den Krieg erklärt gegen Amerika mit Attila zusammen. Das hier. Und Washington ist im Grunde genommen hier oben. Und ich denke mal, in dieser Folge werden wir versuchen, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Das bedeutet, wir schauen mal, dass wir so gut es geht Sachen vorbereiten, dass wir unsere Einheiten schon mal irgendwie rübergezogen bekommen, dass wir hier die Produktion schon mal wieder hinbekommen bei uns. Und das wäre auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Sache. Deswegen gehen wir einfach mal in die nächste Runde und gucken dann halt auch mal entsprechend, wie es da in der nächsten Runde aussieht. Und da auch an der Stelle nochmal der Verweis auf Discord in der Videobeschreibung, wenn ihr mal eine Partie Civilization 5 mitspielen möchtet. So, das bedeutet, wir gucken mal. Offene Grenzen müssten wir eigentlich haben. So, und die Karavelle ist auf jeden Fall schon einsatzbereit und da können wir hier auf jeden Fall schon mal gucken. Wir jetzt mit dieser Karavelle, die wir hier noch haben, dass wir da einmal den Weg frei machen. Hier warten wir erstmal noch ein Stück und können dann hier, hier haben wir Musketier. Okay. Damit wir auch technologisch auf jeden Fall aufschließen können zum Rest. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Und dann haben wir... okay, da kommt uns Maria schon zur Hilfe bei den Barbaren und wir können somit mit unserem großen Händler dann gleich einiges an Gold generieren. Der Gegner ist in der Nähe. Und damit kriegen wir auch das... das Boot auch im Grunde genommen weg. Das ist doch sehr schön. Damit sind wir zumindest schon mal Bogota haben wir getroffen. Damit sind wir zumindest schon mal auf Land gestoßen. Okay, hier haben wir auf jeden Fall. Das könnte sein, dass er mich gleich hier angreifen kann. Muss ich natürlich aufpassen. Dann haben wir hier. Gut, wir könnten jetzt einen Ritter produzieren, aber das ist irgendwie ein Langschwertkämpfer. Na gut, genügend Rohstoffe hätten wir. Kommen wir denn da längst? Gut, fast gar nicht. Wir können ja mal einen Ritter einfach mal produzieren und schicken den einfach mal auf den anderen Kontinent rüber. Und dann können wir nicht wirklich viel anderes machen. Hier mal einen. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen Zufriedenheit. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Okay. Der Amerikaner ist hier schon mit Schützen unterwegs. Ja, habe ja gesagt. Oh, Alter. Der haut ja hier richtig rein. Ja, nur mit der Galeasse nur ein Stück halt hier weiterkommen. Okay. Das ist natürlich irgendwie nicht so geil. Aber wir sollten mal versuchen, unsere Einheiten so ein Stück weit in die Richtung halt auf jeden Fall zu ziehen. Dass wir da auf jeden Fall mal irgendwie mal weiterkommen. Ah, jetzt kommen wir hier. Ah doch, kommen wir weiter. Wir kommen rüber, weil wir diese eine Technologie erforscht hatten mit dem Observatorium. Okay, der hat hier auf jeden Fall... Oh, wir sind Sophia begegnet. Sehr schön. Hier wird aber auch gefightet dort unten noch. Die Amerikaner dürften, also er dürfte hier mit seiner Insel, dürfte er eigentlich relativ clean sein. Okay. Also Attila kriegt das hier ganz gut verteidigt, muss man sagen.
Das ist eine Marionette. Ah, okay, dann hat der wahrscheinlich die Dänen ausgeschaltet. Okay. Und Handelsmission ausführen. Das bedeutet, wir kriegen bei Antwerpen kriegen wir Einfluss und 600 Gold. Jetzt befreundet mit Antwerpen. Sehr schön. Und wir versuchen hier nochmal ein Stück weiter zu erkunden. Und wählen als nächstes eine Produktion aus und können dann auch entsprechend hier mal einen weiteren Frachter auf jeden Fall bauen. Um auch goldtechnisch wieder ein Stück aufzuschließen. So, wie sieht's denn hier aus? Kornspeicher wäre ganz cool, glaube ich. Weiß auch noch gar nicht, wo ich so richtig landen soll. Vielleicht landen wir hier. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Variante. Nicht mehr befreundet mit Antwerpen. Versuchen jetzt natürlich nochmal mit unserer Galeasse nochmal irgendwie so in offenem Gelände, auf unwegsamem Gelände, und mit dem Ritter gehen wir einfach mal hier so ein Stück weiter. Und wir haben ein weiteres Naturwunder entdeckt, was uns halt wahrscheinlich wieder ein bisschen an Ritter können wir, ein mehr Pferde wird benötigt, aber wir haben nicht mehr Pferde. Na toll. Bauen wir mal noch eine Waffenkammer. Antwerpen hat Washington den Krieg erklärt. Ireis considerar esta oferta? Lass uns die Saat einer strahlen, indem wir von der ganzen Welt eine Freundschaftserklärung unterzeichnen. Was meint ihr? Ja, lasst uns zusammenarbeiten. Können wir machen. Ich brauche momentan ein bisschen Hilfe auf jeden Fall gegen Washington. Was heißt Hilfe gegen Washington? Das kriegen wir auch, glaube ich, so noch irgendwie hin. Eben sind wir im Krieg, glaube ich, ne? Okay, da sind auf jeden Fall noch Ruinen am Start und wir können ja mal gucken. Aber hier oben endet dann die Welt auch schon. Da sollte somit dann nichts mehr sein, denke ich. So, das bedeutet, wir bauen hier oben mal einen Zoo. Haben hier eine Produktion. Werkstatt wäre ganz cool. Kornspeicher. Die Galeasse ist wirklich so eine Einheit, die bewegt sich ja wirklich fast gar nicht. Aber wir haben hier auf jeden Fall auch nochmal eine weitere Insel, wenn man das halt so möchte. Offene Grenzen können wir machen. Wie sieht's denn hier aus? So ein Shit, ey. Die Karavelle fast dood. Das ist ja doof. So, was haben wir hier noch? Wirtschaftswesen, Gold wird erhöht, dann nehmen wir auf jeden Fall mal Gold. So, und dann gehen wir einfach mit unserer einen einzigen Einheit, die wir hier haben. So, was haben wir denn noch? Wir haben... das haben wir. Wir können auf jeden Fall noch unseren Karl Martell können wir auch nochmal weiter schicken. Dann haben wir ein Katapult. Das müsste man eigentlich mal abholen. Fischeinheit modernisieren. Ansonsten haben wir hier noch einen Schwertkämpfer. Mehr sonst allerdings auch nicht. Also wir könnten was mit Glauben kaufen, theoretisch, ne? Das wurde mir doch empfohlen. Wir können hier auf jeden Fall mal ein Musketier bauen.
Weil was anderes haben wir ja eh nicht. Zeit und wir können hier mal plündern, würde ich sagen. Zack. Hier noch was? Ne, hier ist gar nichts irgendwie. Und dann schiebe ich einfach mal meinen Tribok, schiebe ich einfach mal noch ein Stück weiter. Hier haben wir noch unsere Galeasse unterwegs, die auch natürlich hier gerne noch was erkundet. Der hatte auf jeden Fall relativ viele Marionetten hier erstellt. Also den Missionar schicken wir einmal hier hin. Und dann kann er hier Religion schön verbreiten, auf jeden Fall, ne? So. Den schicken wir erstmal hier runter. Haben wir hier nochmal irgendwie. War hier gerade irgendjemand? Ein Verbündetes. Handelsweg einrichten. Entweder nach Sonderburg. Boah, nee. Sonderburg wird auf keinen Fall irgendwas. Das kann man, glaube ich, vergessen. Wir könnten theoretisch Antwerpen auf jeden Fall machen. Können wir hier nochmal einen Frachter machen? Ein Temuak. Dann schauen wir mal, ob wir hier unten nochmal irgendwie um die Insel drum herum können, damit wir auch die Insel hier nochmal irgendwie erforscht haben. Ansonsten sind das natürlich alles erstmal für diese Folge nur Vorbereitungen. Damit wir dann halt auch. Okay, jetzt kommen wir hier nicht mehr weiter. So, hier sind noch. Hier wären noch Perlen als Luxusgut. So, der Missionar hat noch nicht alles so gemacht, wie es sein sollte. So, und somit haben wir jetzt hier in Azur auch eine protestantistische Religion. Ah, okay, jetzt schiebe ich den Tribok einfach irgendwo hin. Okay, das war nicht so geplant. Mit unserem Reiter gucken wir einfach mal, was wir denn da so erledigen können. Ihr habt 100 Blünde und der Munde Karawane erhalten. Ah, okay. Antwerpen hat euch den. Antwerpen hat mir den Krieg erklärt. Warum erklärt mir Antwerpen den Krieg? Das ist ja schlecht. Das ist ja echt nicht so gut und cool. Das ist ja wirklich nicht so geil irgendwie. Ja toll, weil natürlich auch irgendwie jetzt mein Frachter halt natürlich dann auch hinüber ist, muss man sagen. Das ist ja nicht so geil. Boston sollte nicht genügend Reichweite haben, um angreifen zu können. So. Haben
jetzt halt natürlich auch immer noch ein relativ hohes Golddefizit, muss man sagen. Müssen wir auf jeden Fall auch noch in die auf die Reihe bekommen. Aber das versuchen wir dann in der nächsten Folge auf die Reihe zu bekommen. Und für diese Folge wird es das auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schaut auch auf jeden Fall in der nächsten Folge vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.